Die Sklavenarbeit nahm einen solchen Umfang an, dass viele freie Handwerker ihre Existenzgrundlage verloren. Sie wurden arbeitslos und lebten auf Kosten des Staates. Die Sklaverei war die ökonomische Grundlage der griechischen Gesellschaft geworden. Reiche und Arme, Mächtige und Schwache, Landwirtschaft und Handwerk und Handel waren nicht denkbar ohne die Arbeit der Sklaven. Die griechische Gesellschaft war ein Kollektiv von Sklavenhaltern geworden, die attische Demokratie eine Sklavenhalterdemokratie. Die griechischen Sklavenhalter fühlten sich sehr wohl dabei. Warum sollten sie die Sklaven abschaffen? Im Gegenteil, sie unternahmen alles, um die Sehnsucht der Sklaven nach persönlicher Freiheit zu ersticken. Sie setzten hohe Belohnungen aus für das Aufspüren entlaufener Sklaven. Sie brannten ihren Sklavenstempel ein, um sie besser von freien Bürgern unterscheiden zu können und ihnen die Flucht zu erschweren. Sie schlugen spontane Sklavenaufstände brutal nieder, die im 4. und 5. Jahrhundert immer wieder ausbrachen, weil auch die Sklaven für ihre Freiheit zu sterben bereit waren. Wir haben bereits gehört, dass es unter den Griechen, die alle zusammen die Klasse der Sklavenhalter bildeten, große Meinungsverschiedenheiten und Interessengegensätze gab. Denkt an die Seepartei, an die Agrarpartei, denkt an den Kampf für die Demokratie und die Versuche der Aristokratie, diese Demokratie wieder zu vernichten. Wenn es darum geht, Partei zu ergreifen für eine dieser Gruppen, dann würden wir uns, wenn auch mit großem Vorbehalt, für die Demokraten entscheiden, für die Demokraten und Perikles. Die Sympathien aller Priester, wir wissen es schon, waren bei den Eupatriden, bei der Landpartei. Die Priester waren überall in Hellas die eifrigsten Gegner aller demokratischen Bestrebungen. Die alten Priesterfamilien Athens, in denen die Priesterwürde seit Jahrhunderten sich von dem Vater auf den Sohn vererbte, besaß allen Grundbesitz und rechnete sich zu den Aristokraten. Sie teilten daher Freud und Leid der Landpartei. Sie waren immer eine Clique, in der eine von Geburt an nicht dazugehöriger nur in seltenen Fällen eindringen konnte. Und sie bewahrten ihre Macht, indem sie unter dem Schein einer neutralen Haltung in allen weltlichen Kämpfen sich stets auf die Seite der Sieger stellen konnten. Im periklischen Athen standen sie nicht auf der Seite der Sieger, dazu war die Zeit zu kurz. Die den Demokraten bemessen waren, und dazu waren die Priester mit all ihrem Besitz zu sehr mit dem nichtpriesterlichen Adel verbunden. Außerdem war die Schlacht nie entschieden, es wurde immer gekämpft und die Priester kämpften eifrig mit. Einer ihrer wirkungsvollsten Waffen war das Theater. Da die meisten Dichter und Dramatiker aus Priesterfamilien stammten und Eupatriden waren, also schon von Geburt und Herkunft Gegner der Demokratie, und da die Beschäftigung mit der Kunst des Wortes seit eh und je zur priesterlichen Aufgabe gehörte, kamen Berufsfremde kaum zum Erfolg. Das griechische Theater war überall, nicht nur in Athen, fest in den Händen der Priester. In einer Stadt wie Athen fand es natürlich viele Gebildete sehr störend, dass immer nur derselbe mythische und religiöse Unsinn auf den Bühnen vorgeführt wurde. Sie setzten es durch, um auch Nicht-Priester und Nicht-Frommen eine Chance zu geben, dass an jedem Theatertag drei oder vier Stücke hintereinander aufgeführt wurden und dass die Besucher zu entscheiden hatten, welches der Stücke ihnen am besten gefiel, welches Stück das Beste sei. Der Sieger eines solchen Turniers erhielt einen staatlichen Kunstpreis, der ihn für eine Weile ökonomisch unabhängig machte. Die Zuschauer also waren die Preisrichter, aber es stellte sich heraus, dass die religiöse Dramatik in ihrer Wirksamkeit dadurch kaum behindert wurde. Die optimistischen Erwartungen der aufgeklärten Gebildeten erfüllten sich nicht. Das griechische Theater blieb Religionsunterricht. Die frechen, unfrommen Stücke fielen durch. So gewann Aischylos, der älteste der großen drei Tragödiendichter, 13 Mal den Staatspreis, immer für sehr fromme Stücke, die bei ihm selbstverständlich waren. Da er aus einer der angesehensten Priesterfamilien Griechenlands stammte. Sophokles, 30 Jahre jünger als Aischylos, und der Adelspartei trotz seiner echten Frömmigkeit als Reformer der Religion verdächtig. Er stammte aus einer zwar wohlhabenden, aber keineswegs so adlig vornehmen Priesterfamilie wie Aischylos.
gewann 24 Mal den Siegerpreis im damaligen Wettbewerb. Eine erstaunliche Leistung, die ein wenig verständlicher wird, wenn man weiß, dass er früh zu dichten begann, 90 Jahre alt wurde und 120 Dramen verfasst haben soll, von denen allerdings nur 7 erhalten sind. Euripides, der dritte und letzte der großen drei, 16 Jahre jünger als Sophokles, Sohn eines Großgrundbesitzers, ist wahrscheinlich der einzig bekannte Dramatiker, der nicht aus einer Priesterfamilie stammt, aber er hielt sich an die Regel und schrieb 93 Dramen über Stoffe der Mythologie, in denen er nach besten Kräften den Interessen der Priester diente. Er bekam nur 5-mal den Staatspreis. Das griechische Drama, damals ein wirkungsvolles Massenmedium, das Volk fromm und gläubig zu erhalten. Wenn man das weiß, verwundert es einen nicht, dass die Agrarpartei eifrig dafür stimmte, den Theaterbesuch gut zu bezahlen. Es spricht für die Liberalität der Demokraten, dass sie bei diesen Regeln blieben, die sie von einem Tag zum anderen hätte ändern können. Auch als es sich herausstellte, dass die Theater und besonders die Kabaretts und Komödienhäuser, deren Besuch auch nicht kostenlos war, sondern vom Staat bezahlt wurde, wie die ernsten Dramen, Mittelpunkte der Propaganda aller reaktionären Kräfte wurden, gingen Demokraten, die auch Perikles und seine Frau Aspasia viel zu schaffen machte. Aspasia, eine Dame, die durch Schönheit und Intelligenz, durch Selbstvertrauen und Bildung die ideale Gefährtin des Perikles war, von seinen Freunden bewundert und geliebt, von seinen Feinden verleugnet und gehasst. Aspasia aus Milet. Die schöne Aspasia von Areopag, der Gottlosigkeit angeklagt. Wir erinnern uns das Ephialtes, dem konservativen Areopag alle wichtigen politischen Aufgaben entzogen und sie der Volksversammlung und den geschworenen Gerichten übertragen hatte, so dass nur Kriminalfälle und die Fälle von Religionsfrevel ihm geblieben waren. Die erste Aufgabe, die Verfolgung von Taschendieben und Einbrechern, war nicht sehr interessant. Aber die zweite Aufgabe, die Verfolgung aller Gottlosen, benutzten die Konservativen, um aus dem Areopag einen gefürchteten Machtapparat zu schaffen, der einen unheilvollen Einfluss auf die Entwicklung des geistigen und politischen Lebens Athens gewann. Wenn innerhalb eines Staates die Priester eine solche Macht besitzen, dass auf Gottlosigkeit, auf Atheismus, wie das griechische Fremdwort dafür lautet, die Todesstrafe steht, dann sind alle Menschen in ihrer Hand und gefährdet, denn wegen Gottlosigkeit kann man jeden anklagen, auch den Frömmsten. Zurück zum Theater, zurück zum Drama, zurück zu den Dramatikern, zu Aeschylus, zu Sophokles und Euripides. Meines Wissens sind sich heute noch alle Menschen auf der Welt, die diese Dramatiker und ihre Werke kennen, darüber einig, dass ihre Dramen große und erhabene, bewundernswerte und einzigartige Kunstwerke sind, von einer Tiefe und strahlenden Schönheit, von einer Gedankenfülle und seelischer Innigkeit, wie sie niemals wieder großartiger den Dichtern gelangen. Meines Wissens sind sich alle Menschen auf der Welt in diesen oder ähnlichen Superlativen einig, so dass man sich unweigerlich als Banause entlarvt, wenn man in diesen Chor nicht einstimmt. Wenn ich ohne Bedenken in diese Lobeshymne einstimmen könnte, hätte ich dieses Buch nicht zu schreiben unternommen. Und dafür bin ich wohl eine Begründung schuldig. Das dramatische griechische Theater ist von den ersten Anfängen den Versuch, die Götter und die Menschen in Übereinstimmung zu bringen. Götter und Priester, das ist dasselbe. Aus der Ilias des Omer lernen wir, dass ich alles, was ich Apollon antue, auch seinen Priester zufüge. Und dass alles, was ich dem Priester zufüge, auch den Gott trifft. Der erste Satz könnte also auch heißen: Von den ersten Anfängen an ist das dramatische griechische Theater der Versuch, Priester und Laien in Übereinstimmung zu bringen. Wenn dieser Satz wahr ist, erscheint es mir überflüssig, meine Abneigung gegen den ideologischen Inhalt des antiken Dramas näher zu begründen. Also lassen wir seine Wahrheit dahingestellt. Im Drama der Griechen werden die Zuschauer suggeriert, dass die Götter gerecht seien und ewig wahren Gesetzen zum Siege verhelfen. Wenn man auch so wenig von den Göttern Griechenlands weiß, wie im ersten Teil dieses Buches von ihnen berichtet wird, muss einem dieser Versuch der Dramatiker geradezu abenteuerlich erscheinen.
Er ist abenteuerlich, aber er gelingt, weil die Sehnsucht nach Gerechtigkeit bei allen Menschen so groß ist, dass alle Menschen diesen Versuch gelingen lassen wollen.